Herzlich willkommen, Herr Stefan Armbruster, zu unserem kurzen Interview zur Microsoft Edition Release Party. Vielleicht ganz kurz was zu Ihrer Person und Neo4j. Ja, gerne. Also Neo4j ist der, sag mal, führende Hersteller im Bereich der Graphdatenbanken. Wurde so um die noch vor der Jahrtausendwende in Schweden gegründet, um damals für ein Projekt ein Problem zu lösen. Und daraus hat sich über die Jahre eine eigenständige Firma entwickelt. Ich bin bei Neo4j seit über 8 Jahren dabei, dort als Field Engineer tätig. Das heißt, alles, was irgendwie mit Technik im Kundenkontext stattfindet und in der Region ist, geht dann typischerweise über meinen Tisch. Als ich 2012 dazugegangen bin, war die Firma noch sehr überschaubar mit knapp 30 Mitarbeitern. Stand heute sind wir über 350 Mitarbeiter. Wow. Wir haben über 400 Kunden aus diesem Enterprise-Segment weltweit. Innerhalb von Deutschland haben wir auch eine ganze Reihe von Kunden im großen Umfeld, so zum Beispiel aus den DAX-Unternehmen, haben wir Daimler, BASF, Bayer, Merck, die Lufthansa aus dem VW-Konzern, was sind also allein 6 Unternehmen eben aus dem DAX-Umfeld und viele, viele kleine natürlich noch. So eine Art Segmentierung zu treffen, ist ein bisschen schwierig, weil eine Graphdatenbank doch ein Werkzeug ist, was in vielen Anwendungsfällen, in vielen Industrien eingesetzt werden kann. Es ist also jetzt nicht so, dass wir das nur im Bereich Access Management hernehmen kann, wie Sie es jetzt in Ihrem Projekt tun. Viele machen Knowledge Graph, Fraud Detection, Netzwerkmanagement und ähnliches. Also da gibt es ganz unterschiedliche Anwendungsfälle. Vielen Dank dafür. E&H Systems hatte für die neue D'Accord-Technik in der Planungsphase einige Datenbanken evaluiert und die Entscheidung fiel dann final auf eine Graph-Datenbank und eben genau das Unternehmen Neo4j. Mit der Wahl von Neo4j wurden dann sehr große Ergebnisse erzielt. Und Herr Armbruster, möchten Sie vielleicht erklären, warum sie dieses Ergebnis überhaupt nicht überrascht Ja, es gilt für mich so ein bisschen wie der natürliche Fit. Also, wo ich von dem Anwendungsfall gehört habe, dass es zum Beispiel um tiefe Ordnerstrukturen, also in der Informatik würde man sagen, Baumstrukturen, die sehr, sehr tief, beliebig tief sein können. Berechtigungen werden innerhalb der Bäume vererbt. Das heißt, ich muss Abfragen machen, die diese Bäume abtraversieren. Ein Baum ist eine bestimmte Form eines generischen Graphen, den Neo4j eben gut managen kann. Gerade solche hierarchischen Abfragen sind typischerweise in relationalen Datenbanken schwer und komplex zu machen, weil jeder Sprung von einer Ebene auf die nächst untere oder nächst höhere Ebene bedeutet eine Join-Operation. Eine Join-Operation in einer relationalen Datenbank wird typischerweise über diese End-to-End-Tabellen abgebildet. Die werden im besten Fall im Speicher als Binärbäume wiederum modelliert und diese Binärbäume skalieren logarithmisch mit der Datenmenge. Das heißt, wenn Sie dieselbe Abfrage auf, Sie wollen jetzt von einer Ebene, von einem Ordner 2 Ebenen nach unten springen, wird diese Abfrage allein dadurch langsamer, dass Sie insgesamt sehr viel mehr Ordner haben, aber nicht in diesem Bereich mehr Ordner haben. Das ist natürlich für so eine Lösung, die skalieren soll, relativ schlecht. Im Gegensatz dazu ist eines der zentralen Konzepte einer nativen Graphdatenbank, wie sie Neo4j darstellt, dass die Kanten direkt bei den Knoten gespeichert werden. Das heißt also, die Abfrage der lokalen Umgebung ist damit unabhängig von der Gesamtdatenmenge. Für den Informatiker spricht also hier eine sogenannte O1-Operation in der Graphdatenbank gegen eine O-logarithmische Operation im Bereich der relationalen Datenbanken. Und das macht eben Abfragen in so komplexen Netzwerken sehr einfach, allein mal von der Datenmenge her. Ein ganz anderer Aspekt ist dann die Komplexität der Daten. Wir haben mit Cypher eine Abfragesprache geschaffen, die sehr, sehr nah an der fachlichen Domäne ist und diese Abfragen sind damit sehr leicht zu schreiben und auch leicht zu verstehen und noch wichtiger, wenn das Projekt sich weiterentwickelt, leicht zu ändern. Insofern ist es für mich ein sehr, sehr guter Fit auf die Anforderungen von D'Accord.
Man hat es auch gesehen, ich war dann auch für Schulung am Anfang des Projektes mit vor Ort in Offenbach und war dann auch sehr begeistert, wie schnell das Projektteam bei Ihnen dann das neue Graphenparadigma verinnerlicht hat. Und innerhalb kurzer Zeit kamen dann auch ein paar bei mir ein paar Rückfragen an, wo ich dann schon sehr komplexe Fragestellungen beantworten sollte, was mir dann gezeigt hat, dass das Projektteam bei Ihnen sehr, sehr schnell das gelernt und verinnerlicht hat. Das freut uns natürlich. Vielen Dank dafür. Der Release der DaCore Microsoft Edition steht heute an. Vielleicht noch ein paar abschließende Worte von Ihnen, von Herrn Stefan Armbruster, Neo4j. Ja, ich wünsche Ihnen natürlich mit dem neuen Produkt und dem neuen Release sehr viel Erfolg. Nehmen Sie sich ein bisschen auch Zeit, das wirklich zu feiern. So große Meilensteine, die man erreicht hat, müssen zelebriert werden. Auch jetzt in der Corona-Zeit virtuell. Stoßen Sie mit dem Gläschen darauf an, lassen Sie es gut gehen an der Stelle. Ich freue mich natürlich dann auch, wenn Sie die Lösung an Ihre Kunden verkaufen. Da entstehen für uns dann sicher auch neue Projekte damit. Es wird mit Sicherheit eine sehr fruchtbare Partnerschaft sein. Da freuen wir uns sehr, sehr drauf. Ja, Danke. an dieser Stelle dann nochmal ein recht herzliches Dankeschön für Ihre Hilfe und Unterstützung. Und da freuen wir uns natürlich auch auf eine gute Partnerschaft. Da werden bestimmt noch einige Projekte auf uns zukommen. Vielen Dank nochmal. Ja, prima. Danke. Genauso sehe ich mir das auch.